Ah, das war schöner, erholsamer Schlaf. Oh, und gleich eine SMS gekriegt. Warte, da muss ich mal kurz gucken, was schreibt Ron. Boss, da gibt es jetzt so Stockcar-Rennen. Solltest du mal ausprobieren, falls du Bock hast. Könnte Laune machen. Oder auch nicht. Kannst dein Auto gewinnen, wenn du gut bist. Aber du bist natürlich gut. Hau mich nicht dafür. Zu spät, schon gehauen. Oh, und eine Menge E-Mails. Lass mich raten. Ammunition, neue Waffen. Big Bad Ron, Lagerleben. Hey Trevor, ich habe gerade diese Leute vom Altruistenkult getroffen. Sie haben ein Lager irgendwo oben in den Bergen und wollen dir Bares geben, wenn du ihnen verwirrte Seelen bringst, die gerettet werden müssen. Klingt nach leicht verdientem Geld. Angeblich wollen sie sie dann nur zum Abendessen da behalten. Ron, zum Abendessen? Wollen sie die essen oder? Hi T, ich bin's, Brad aus dem Knast. Trevor, ich hoffe, dir geht es gut. Es ist eine Weile her, dass ich dir geschrieben habe. Die Wachen sagen, dass ich vielleicht bald Besucher empfangen darf, wenn ich mich benehme. Ich hoffe, du hältst dich aus Schwierigkeiten raus. Ja, ich habe ja nicht gerade erst einen Haufen Biker ermordet. Entweder das oder du musst dich stellen. Der Knast ist gar nicht so übel. Ich glaube sogar, du würdest ihn lieben. Mir fehlt Mikey, aber der ist jetzt an einem besseren Ort. Ich habe keinen Freund, danke der Nachfrage. Diese ganzen Knastgeschichten stimmen gar nicht. Das klappt nur, wenn man es will. Oder muss ich darauf antworten? Du wirst es nicht glauben, aber Mike ist noch am Leben. Er wohnt in Los Santos. Ich habe ihn im Fernsehen gesehen. Oh ja, Mike ist nicht tot. Mike klebt noch. So, ich muss mein wunderschönes Zuhause mal hinter mir lassen und hinausgehen in die weite Welt. Oh, da kommt gleich noch eine Nachricht. Warte. Komm und mach mit bei einem der aufregendsten Geländerennen des Landes. Bring dein eigenes Fahrzeug mit und reize es bis ans Limit out. Aus. Fahre um die Wette, um auf die Chance auf das hohe. Und um eine Chance auf das hohe Preisgeld. Auf hohe Geldpreise. Preisgeld, Geldpreise. Wer muss schon lesen können, wenn man Computerspiele spielen kann? Das darfst du nicht verpassen. So. Ah ja, vielleicht checken wir mal ins Auto. So, schöner Truck. Die Frage ist natürlich, wo fahren wir jetzt hin? Ich werfe mal einen Blick auf die Karte. Oh, viel ist ja noch nicht zu sehen. Fragezeichen. Fremde und Freaks. C, Chinesen. Nee, in die Stadt. Nö, erstmal gucken wir draußen rum. Noch nicht in die Stadt, oder? Ich fahre mal zu den Chinesen. Mal sehen, was die Chinesen vorhaben. Vielleicht können wir einen Chinesischkurs machen, weil Chinesischkurs ist wichtig, gerade für die Wirtschaft und so. Oh, hey. Blaue Punkte, was ist hier los? Guten Tag, die Herren und Damen. Can you do us a massive favor? It's the little lady's birthday and we are really fucked up. Can you drive us back to our motel? Our car's right there. Das ist euer Auto? Saving some kids' life. Okay. Think about that. Ja, gut, dann klar, fahr ich euch nach Hause, ist doch kein Ding. Bin doch ein netter Kerl. You two are a hot mess, I love it. Kommt, hüpft rein. You're a legend, bro. Ich bin eine Legende, hast du gehört? Eine Legehenne bin ich. Get in the back, out of your way. Baby, don't breathe whiskey on the nice man. So, where can I take you to, Black Dog? Ich habe ganz zufällige Fahrgäste zum Altruistenkult bringen. Ich dachte, ich bringe sie lieber nach Hause, da wo sie hinwollen. You have like the best tits in the whole world. Wer, ich? Oder ach nee, seine Freundin da hinten. Play with them all day. Oh, you so bad. Oh, that's terrible. Abby. Yeah, you like that? Just wait till we get back to the motel. I'm gonna get medieval on those. Fahr mal schön vorsichtig, dass sie da hinten ein bisschen lecker rummachen können. Die scheinen ja Spaß dran zu haben. Wie knapp war das denn? Oh God, you know what that does to me? Guck mal, ein Coyote. Guck doch mal raus. Let the wolf see the rabbit. You smell like cigarette and buffalo wings. It's making me so horny. Bitte? Come on. Give me a slice of that giblet pie. Oha, jetzt sind die Alter, sind die da echt am rumpoppen? Guck dir das mal an. Das ganze Auto wackelt. Leute, reißt euch mal zusammen da hinten. Nicht während der Fahrt. Das ist gefährlich und ihr seid gar nicht angeschnallt. Hey, ich hätte hier abbiegen what are you crazy kids doing back there? I tell you what. While you're sweeping the front porch, why don't I work on her back plumbing? Bitte was?
What did you say? How about I suck those kidney stones right out of your balls, big guy? What? Get this party really started. Wow, okay, man. It's cool. Stop. Ich hab nicht gesagt, dass ihr aufhören sollt. Ich sag nur, das ist sehr merkwürdig, was ihr da macht. Nicht, ihr sollt aufhören. Ah, guck, da vorne wohnen die auch schon. Ich überhole mal kurz rechts über den Seitenstreifen. Das ist Didn't I tell you this would be the best birthday ever? I'm so sleepy. Yeah, you saved your energy for the hotel room. Oops. Go easy on the paint job, man. Yeah, da. Thank you. You're like the best. Ich weiß. We've got a little unfinished business to attend to. Yo, viel Spaß, Kinder. Oh, speichern. Smells like fishmongers. Oh, die haben mir $40 dafür gegeben. Das ist aber großzügig. Klaue ich dafür ihr Auto? Ich sage ja. Wieso ist jetzt abgeschlossen? Bullshit. Mein Auto. Komm her. Nein. So. Die Chinesen stehen immer noch auf der Palette. Oh, da ist ein Laden. Also, wie heißt das vielleicht? Bekleidungsgeschäft. Ich glaube, ich brauche neue Klamotten, weil dieses Jeans-Zeug war das Beste, was er im Schrank hatte, aber seien wir mal ehrlich. Nein. Hast du mich gerade als Psychopathen beschimpft? Oh, sind hier ein hübsches Kleid. Guten Tag, die junge Frau. Ich suche was, was einem Psychopathen entspricht. Was haben wir denn Schönes? Jacken? Ich weiß nicht. Hemden und Anzüge. Karierter Anzug. Warte. Was haben wir denn da? Immer halb eingesteckt, nicht zugeknöpft. Und das, er kauft das erst. Und guck mal, wie dreckig das schon ist. Alles voll mit Flecken. Das kauft er neu. Und den Konfirmationsanzug in zwei Nummern zu klein. Wie geil ist der denn? Ja, Hochwasserhose und viel zu eng. Und die Ärmel zu kurz. Wie geil sieht... Oh, in kariert sieht er ja noch besser aus. Der Hammer. Boah, die werden ja immer besser. Warte, welchen nehmen wir denn da? Ist klar, dass wir so einen Anzug nehmen, aber welchen? Den? Der karierte ist schon geil. Der karierte ist schon richtig übel. Komm, den holen wir uns rein. So, Kleider machen Leute. Alter. Gibt's denn nicht eine Nummer größer? Oh. Eine Sonnenbrille? Wir brauchen unbedingt noch eine Sonnenbrille. Oh, nicht schlecht. Das ist auch nicht übel. Oh, in Rot. Was haben wir da denn alles? Da müssen wir einmal alles durchgehen. Ganz schön viele. Großes Angebot. Ach, das waren schon alle. Okay. Die Frage ist... Irgendwas, was direkt aus den 70ern kommt, wie sein Anzug. Das sieht schon übel aus. Da kann man sich gar nicht entscheiden, so viele sind das. Die? Oder nehmen wir doch die rote? Doch, wir nehmen die rote, oder? Die sieht gut aus. Rote Dicksbrille. Sehr schön. Was haben wir sonst noch rumhängen? Habt ihr noch irgendwelche Accessoires? Was ist mit Mützen? Habt ihr Mützen? Guck mich mal um, sind hier irgendwo Mützen? Bin ich blind? Habt ihr gar keine Mützen? Oh, ich würde sogar eine Mütze aufziehen. Nee, anscheinend nicht. Na gut, dann unser schicker neuer Anzug. Damit geht's ab in die weite Welt. Was ist das denn Schönes? Guck dir das mal an. Papa möchte ein neues Auto haben. Alter. Krasses Teil. Der Sand King. Wie leicht hochgelegt ist der denn bitte auch? Das ist, als würde man in den Wolken fahren. Gefällt mir. Guten Rennwagen ist es natürlich nicht, aber vielleicht kann man dann damit über andere Autos drüber fahren. So hoch wieder. Soll ich das mal ausprobieren? Warte.
yeah, der ist tatsächlich drüber gefahren. Ich meinte das nur als Witz, aber das geht echt. So, hier sind die Chinesen, beziehungsweise die Chinesen oder auch Chinesen genannt. Das betont ja jeder anders. Keine Ahnung warum. Ah, in der Bar hier. Yellow Jack. Yellow Jack was? Ach, Yellow Jack Inn. Okay, klar. You're in Pisswasser Country. Das ist das beste Country überhaupt. Lecker Pisswasser. Was ist denn hier los? Soll ich mitmachen? You're still banned. What about these two? Nicht willkommen. Whoever wins, gets banned. Ouch. He's won. Ban him. I have a video. I can't ban him. He's my goddamn husband. He's young enough to be your son. Ain't the internet a beautiful thing, honey? Anyway, I saved your husband. Now get me a drink. I got a meeting. Okay. I need to. But any more bodies turn up in my bar, I swear, I will not serve you. Mr. Phillips. Ah, here he is. Yes, Mr. Chang. Pleasure to meet you. No, I am Mr. Chang's kleiner Translator. Ich kann nicht aufhören, darüber zu lachen. Okay. Mr. Tao Chung is pleased to meet your acquaintance. Oh yeah, he seems it. 我说人是你真是太好了，你有空。这真是我人生中最美好的一刻。这是这个，这是这个，来来来来来。 Was? I'm out. No, don't go. Please, I beg you. Hey, mein Auto ist wieder da. Wo kommt das denn her? His father killed me. Why do I give a fuck? You don't. But we hear that Trevor Phillips Corporation is serious business. We pay good price. Things work out, we partner, make big money. I'm rushing. Well, der ist voll drauf. Let me show you the operation. Oh, jetzt zeige ich denen mal meinen Laden. Komm, da bin ich irgendwie stolz drauf. Begib dich zum Meth-Labor. Yeah, komm, wir kochen eine Runde. Aber wie fällt er da hinten nicht runter? Das wäre schlecht für ihn. Oh, schickes Auto. We're just coming down to see the kitchen. Well, you can't get here quick enough. Ortega's on his way with some friends. Says he's gonna take us out of business. Funny that. I told him the same thing just the other day. Get here and you can sell it between you two. Ist auch schön, dass der Boss don't want this crank for his own personal consumption. No, no. Mr. Chang Senior is very specific. He wants a good reliable source of methamphetamine. We will buy from you here and distribute using established networks. Gute Idee, so machen wir das. Ah, das ist so eine Meth-Küche. Ich wollte auch gerade sagen, es ist schön, dass der Koch heißt. Whoa, Manners, hallo Koch. These are our guests, all right? We got Mr. Chang and his humble servant. Alter, wie drauf ist denn der? Nice to meet you. Trevor, we ain't got long till they get here. Everything in its time, all right. Gentlemen, please, come check out the storage facilities. Go on. Bitte was? Nice, right? Ample room inside. Mr. Chang, please, sir, if you will. Warum sperrt er sie jetzt ins Eisfach? Weil die Ortegas kommen, oder was? Should we get the guns? Yes, Chef. Help me! Maschinengewehre. If I knew we were having visitors, what is that little Oh, jetzt geht's los. Oha, oha, oha. Ups. Oh, guck mal da. Ich würde mal sagen, sie sind selber schuld, wenn sie direkt neben den Kanistern parken, oder? Da betteln die Verlust danach, dass sie mal in die Luft gehen. So, ihr wollt mich angreifen? Bitte, bitte. Oh hey, die fahren ja einfach vorbei. Folge dem Chefkoch nach draußen, warum? Leute, Chef heißt Koch, nicht Chefkoch. Ich weiß nicht, warum Leute immer so Probleme mit Übersetzung haben. Das sollte nicht so schwierig sein. Eierpenner?
Alter, wie viele sind denn das echt jetzt? Au! Oh oh. Nicht erschießen lassen, nicht erschießen lassen, nicht erschießen lassen. Wer kommt hoch? Oh, da kommt jemand hoch. Oh, ich hab nicht getroffen. Meinst du, Trevor? Die wollen dich umbringen? Oh, warte. Das kennt doch nicht immer so. Ach, hier. Okay. In Deckung. Feuer frei. Oh, guck mal, was haben wir denn da? Eine Gasflasche. Da fliegt ihm die Scheiße echt um die Ohren, wa? Aber er hat ja so gewollt. Das Drogengeschäft gehört mir, Leute. Nur, dass ihr es wisst. Alles meins. Ihr habt hier nichts mehr zu suchen. Aber die haben schöne Autos. Guck mal. Schicke Muscle-Cars. Mann, wie das alles explodiert. Das macht ja direkt Laune. Bitte, kommt doch. Kommt doch alle. Ihr habt keine Chance gegen mich. Offensichtlich. Haben die nicht bald mal genug? Sind da unendlich viele von denen, oder wie? Waren das alle? Was? Durch den Laden? Das wollen wir doch mal sehen, ob die durch den Laden kommen. Achso, hier geht's. Na? Na? Oh, schon Schießerei. Da sollen sie doch kommen. Moment, Ortega ist so der Typ, den ich vorhin mit der Waffe bedroht habe. Am Wasser, richtig? War das Ortega? Wenn ich ihn bei Doppel erschießen kann. Haut ab, haut ab! Haha, Feiglinge. Das war eine Ballerei. Habe ich hier noch ein paar Waffen oder so, die ich einsammeln kann? So, alles in Ordnung bei euch? Also wollt ihr investieren, ja? Okay. Ah, den Auftrag haben wir doch sicher an Land gezogen. Wir kochen trotzdem, natürlich. Denn du hast das Labor gerade verteidigt, also schön weiter kochen. Bestanden, Trevor Phillips Industries. Was haben wir denn? Verluste, 31 von 32, unversehrt, nein, Verschrotter, nein, Missionszeit, nein. Ich habe gar nichts geschafft. Gar nichts. Weiß gar nicht, was Verschrotter bedeutet. Drei Autos explodieren lassen oder wie? Ich dachte, das wären mehr gewesen. Nun, wie dem auch sei. Und wie sei ihm denn auch? Haben die hier nicht noch irgendwo Waffen rumliegen lassen oder sowas? Ich muss hier nochmal kurz gucken hier draußen. Nee, die haben mich alle schon wieder aufgelöst. Schade. Schade. So ein paar Waffeln hätte ich natürlich gerne noch mitgenommen. So, wo fahren wir als nächstes hin? Fragezeichen. Ein Tattoo-Studio. Ein Friseur. Wir müssen zum Friseur, oder? Nee, zum Friseur. Ja, wir müssen definitiv zum Friseur. Platz da. Friseur, ich komme. Trevor braucht eine neue Frisur. Er hat ja schon einen schicken neuen Anzug. Da muss er jetzt auch nochmal die Glatze etwas polieren lassen. Der soll ja auch nach was aussehen. Muss ja repräsentativ rumlaufen, wenn er jetzt groß mit den Chinesen ins Geschäft kommt. Ist doch klar. So, ist das der Friseursalon? Oh ja. O'Shea's Barbers. Guten Tag. Ich möchte gerne einmal Friseur, bitte. Für 5 Mark. So, was haben wir hier? Frisuren, ja. Radlerschnitt ist, was er jetzt hat. Ich muss mal so ein bisschen
Randall. Das sieht geil aus. Rausgewachsen, ist ein bisschen länger. Fukuhila. Das ist schon... Na, der Randall sieht geil aus. So unten wegrasiert und oben stehen gelassen. Und der ist auch noch umsonst. Wie cool ist das denn? It's fine. Yep. Schnipp, schnipp, schnipp. Yeah. Yeah, siehst du, Frisuren machen Leute, genau wie Kleider. Und ein Bart brauchen wir natürlich auch noch. Glatt rasiert. Lenkstange. Oder der Gary. Weißt du was? Die Lenkstange sieht geil aus. Super, ey, das ist auch umsonst. Cool, das kostet uns nicht mal einen Cent hier. So, jetzt schnippelt die einmal rum und klebt ihm die Barthaare an. Das sind wahrscheinlich die, die sie vorher abrasiert hat. Ja, hervorragend. Das sieht doch richtig schnieke aus. Oh yeah. The man. Guten Tag, die Damen. Oh, das ist nur eine Dame. You look like you struggle with simple tasks. Was ist das denn für ein Spruch? Motherfucker! You think I'm gonna seriously fuck you up, man? Bitte was? Alter, der greift mich an! Nur weil ich deine Freundin beleidigt habe. Oh, jetzt ist er. Oh, ich fahr mal lieber weg, bevor die Polizei kommt. Ich hab den glatt ausgenockt. So, jetzt bin ich weg von der Polizei. Kann nichts mehr passieren.